Mein Name ist Theresa Hallermann und ich habe zusammen mit meiner Agenturpartnerin Anna Hesse und unterstützt von Ärztinnen und Ärzten des Mama-Zentrums und der Stiftung Mama-Zentrum vor ungefähr 10 Jahren die Brustkrebsinitiative Hamburg wird Pink gegründet. In diesem Jahr haben wir uns eine ganz tolle Aktion ausgedacht, und zwar haben wir einen Haufen pinkfarbener, bunter, toller Hamburg-Aufkleber drucken lassen, unterstützt von der Hanse-Merkur-Versicherungsgruppe, und freuen uns jetzt darauf, wenn ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger diese Aufkleber bei uns bestellen und in ihre Schaufenster hängen oder in ihre Wohnzimmerfenster oder auf ihre Heckscheiben kleben, um so ein Zeichen für mehr Brustkrebsbewusstsein zu setzen. Und ich freue mich total doll, dass schon so viele mitmachen. Ich bin Kaya von Body Method und wir bei Body Method unterstützen die Initiative Hamburg wird Pink. Wir arbeiten jeden Tag mit ganz vielen verschiedenen Frauen zusammen und deshalb liegt uns die Gesundheit von Frauen natürlich besonders am Herzen. Wir unterstützen den Brustkrebsmonat im Oktober und ihr findet bei uns den ganzen Monat lang einen wunderschönen pinken Sticker an der Fassade, damit wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Thema Brustkrebs lenken können. Hallo, ich bin Daniel von IPS. Wir sind hier hauptsächlich Männer, aber auch wir unterstützen die Aktion Hamburg wird Pink. Es geht um das Thema Brustkrebsvorsorge, das liegt uns sehr am Herzen. Und darum würden wir uns freuen, wenn auch ihr bei der Aufkleberaktion mitmacht. Moin, ich bin Bastian vom Paulas Balconea Poletto in Eppendorf. Wir, das ganze Poletto-Team, setzen uns gemeinsam mit der Aktion Hamburg wird Pink für die Früherkennung von Brustkrebs ein. Klebt den Sticker an eure Tür und setzt ein Zeichen. Ich bin Kirsten Roschlaub, ich stehe hier vor meiner Galerie am Mittelweg und habe gerade den pinken Aufkleber in mein Schaufenster geklebt für die Aktion Hamburg wird Pink, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen, gerade in dem internationalen Brustkrebsmonat Oktober. Wir unterstützen diese Aktion, um möglichst viele Unterstützer zu finden, die ebenfalls diese pinken Aufkleber in ihre Fenster kleben, um speziell auf diese Krebsart aufmerksam zu machen. Und wir hoffen, ganz viele Aufkleber zu sehen in Schaufenstern, in Türen, an Autos, überall. Hallo, ich bin Carola vom Kitty Wu. Wir sind eine Bar in der langen Reihe und wir sind natürlich auch dabei bei Hamburg wird Pink. Wir sind stolz drauf, diesen großen Aufkleber bei uns in die Scheibe kleben zu dürfen, denn wir sind absolut dafür, dass die Menschen ihr Bewusstsein für Brustkrebs schärfen. Meine Mutter hatte selbst Brustkrebs und hat auch nur überlebt, weil der Brustkrebs relativ früh erkannt worden ist. Und deshalb bin ich und sind wir als Bar absolut dabei, dass wir sagen, Hamburg wird pink, macht alle mit, holt euch eure Aufkleber. Wer keine so große Scheibe hat, gibt es auch in kleiner, holt euch die Aufkleber, macht mit, ganz Hamburg soll pink werden. Wenn ihr auch so einen tollen Aufkleber haben wollt, dann folgt uns auf Instagram oder geht auf Facebook oder klickt auf www.hamburg-wird-pink.de und da findet ihr dann alle Infos.